Mit dem Volvo S60 kommt erstmals ein neuer Volvo aus den USA. Der neue Volvo S60 läuft ausschließlich im neu eröffneten Werk Charleston im US-Staat South Carolina vom Band. In Europa und vor allem in Deutschland kann der Viertürer gegen das Kombi-Pendant V60 nur selten punkten. Ich mag Volvo. Ich mag auch den Volvo S60. Das ist ein recht ungewöhnliches Fahrzeug, denn die meisten Volvos, die mittlerweile verkauft werden, sind entweder SUVs oder sie sind Kombis. Deswegen sieht man die Limousinen der 90er und der 60er Baureihe recht selten. Aber dieser S60 macht wirklich Spaß. Das ist ein Fahrzeug, das sehr, sehr hohe Qualitätsanforderungen erfüllt, denn es ist ja immerhin, Volvo ist mittlerweile ein Premium-Produkt. Aber dieses Fahrzeug ist sehr stilvoll. Er hat zum Teil mehr Stil als manch deutscher Mitbewerber. Und das Fahrzeug ist sehr unauffällig. Das gefällt mir. Er ist sehr unaufdringlich. Man fällt nicht auf in dieser Gesellschaft, aber das Fahrzeug ist gut und macht sehr viel Freude. Wir testen den B5 Mild Hybrid mit 250 PS. Und eines vorweg, wir sind überrascht. Das Auto ist nahezu perfekt. Solange es keine Präferenzen bezüglich Hochsitzen, dafür gibt es den XC60, oder für Ladevolumen gibt, dafür gibt es den V60, ist die mittelgroße Limousine perfekt. Kein großes Gefährt, wie die großen Limousinen, und trotzdem ausreichend Platz, ein gehobenes Ambiente und somit der ideale Kompromiss zwischen guten Reiseeigenschaften mit geringem Geräuschniveau und dem städtischen Alltag. Tatsächlich sieht die schwedische Mittelklasse-Limousine mit langer Haube und leicht nach hinten ansteigender Gürtellinie sehr schick aus. Durch die neue Produktarchitektur ist die Limousine durch die gestreckten Proportionen nicht nur sehr viel sportlich eleganter, sondern dank fast 10 cm mehr Radstand auch etwas geräumiger. Trotz sportlich geschnittener Dachlinie müssen auf den Rücksitzen selbst großgewachsene Menschen nicht den Kopf einziehen. Interieur und Cockpit übernimmt der Volvo S60 von seinen Modellbrüdern. Sitzkomfort und Verarbeitung sind erstaunlich gut. Sowie auch das Infotainment- und Navigationssystem mit dem senkrechten 9-Zoll-Touchscreen ist an Bord, dessen Wisch- und Wegbedienung im Tablet-Stil zwar spielend einfach ist, allerdings erst, nachdem sich der Fahrzeuglenker auch daran gewöhnt hat. Der erste Volvo ohne Dieselmotor ist nun nur noch mit dem 2,0 Liter Turbobenziner, jeweils mit 8-Gang-Automatik, als T4 mit 190, als T5 mit 250 sowie als T6 mit 310 PS zu haben. Das Fahrwerk des S60 ist grundsätzlich straff und sportlich, aber nicht wirklich störend hart. Seine Neigung zum Untersteuern ist nur sehr zart vorhanden. Der S60 T5 mit 250 PS scheint uns besonders ausgewogen. Dafür bleibt die Lenkung trotz ihrer Leichtigkeit ausreichend direkt und präzise. Die knapp 6,9 Liter, die Volvo als kombinierten Verbrauch für den S60 T5 angibt, sind ein grober Richtwert. Im Alltagsbetrieb werden mit etwas Fahrspaß schon gut 8 Liter draus. Wegen der Beschränkung auf die beiden Top-Ausstattungen startet die Preisliste erst bei 43.200 Euro für den T4 R-Design. Der T5 mit 250 PS kostet 3.000 Euro Aufschlag. Also, wir sehen im S60 eine ideale Größe mit geringem Geräuschniveau und einem schön straffen Fahrwerk. Das Fahrzeug bietet ein gutes Kurvenverhalten, aber auch einen etwas großen Wendekreis und auch das Ansprechverhalten könnte ein klein wenig geschmeidiger sein. Insgesamt ist der S60 T5 eine gute Wahl für alle die, die eine zurückhaltende Erscheinung mit hohem Wohlfühlfaktor schätzen.